Oh, you're so Jetzt bist du schön flauschig. Es tat gut, bei Juan meinen Frust über die erste Verabredung rauszulassen. Jetzt hat er mein nächstes Date klargemacht. Bist du bereit? Ja, das wird cool. Ich bin schon gespannt. Selbst wenn Carlos keine meiner Anforderungen erfüllt, gebe ich ihm eine Chance. Ich habe ja eine weite Reise hinter mir. Mein Matchmaker wird schon wissen, was er tut. Und ich gehe die Sache positiv an. Wir haben es mit Susans Checkliste probiert und das Date war ein Reinfall. Um sie aus der Reserve zu locken, versuche ich es nun mit einem ganz anderen Typen an. Susan liebt Kunst. Carlos ist Musiker und Schauspieler. Und beide reisen gern. Als kolumbianischer Mann lässt sich Carlos gern treiben. Er wird Susan gut tun, denn sie ist in vielen Dingen festgefahren. Susan? Is that you? Schön, dich kennenzulernen. Hi, very nice to meet you. Yeah, it's great. Du hast ja einen Hund. Das ist Calliope. Eine hübsche. She's a good girl. Ist sie aggressiv? Nein, sie ist ganz lieb. Ich reise viel mit ihr. Ah, really? Ihre 25. Reise. Ich habe mal einen Straßenhund bei mir aufgenommen. Einen Streuner. Er war so klein, als ich ihn gefunden habe. Wie hast du ihn genannt? Toro. Stier. Okay. Er war wie ein Kind für mich. Brauchst du einen Führer? Und ob. Zum Glück habe ich dich. Ich will alles sehen. Ich führe dich rum. Gut kenne ich mich hier nicht aus, aber ich spreche Spanisch. Diese Farben, wie schön. Mein erster Eindruck? Carlos sieht gut aus. Ich meine, richtig gut. Treffer. Trinkst du Alkohol? Klar. Wer sonst suspekt? Ein Nein wäre blöd. Also ein Bier? Oder Eis? Oder beides? Nein, Bier. Wir fahren rauf. Was für eine Aussicht. That's amazing. Big ass. Ameisen mit dickem Hintern. Wohl wahr. Lass uns probieren. Nein, auf gar keinen Fall. Nein heißt nein. Nur eine. Nur ein bisschen. Abgelehnt. Nur lecken. Echt nicht. Schmeckt ja wie... Die sollen aphrodisierend wirken. Ich möchte nicht wissen, was in seiner Hose los ist. Salut. Ciao. Thank you. Ich hatte noch nie was mit einer Amerikanerin. Zuerst dachte ich, das ist eine Tussi mit einem Hündchen in der Tasche. Doch ich glaube, sie ist nett. Ihr Alter interessiert mich nicht. Sie hat was. Sie ist toll, eine intelligente Frau. Da stehe ich drauf. Ich mache auch Capoeira. Willst du sehen? Klar. Na gut, filmst du mich? Hier starten. Sieh mal einer an. Krass, oh mein Gott. Mein Date. Carlos ist der Hammer. Und er liebt Hunde. Aber er ist noch ein Kind. Ich liebe Spontanität, keine Frage.
Aber bei einer ernsthaften Verabredung drückt man dem anderen nicht die Kamera in die Hand und sagt, ich gehe mal Eislaufen. So läuft das doch nicht. Das zeigt sein wahres Alter. Er ist nicht ein bisschen jünger als ich. Er ist wesentlich jünger. Völlig unreif. Irre, du hättest deinen Hut aufstellen sollen. Das war krass. Krass, ist das schön. Sagte ich doch. That's so pretty. Wow. Ah, let's see. Look, artisanal. Alles Bier. Perfection. I'm on my date with. Ich lerne gerade Carlos kennen und er macht richtig Laune. Aber er ist schlichtweg zu jung für mich. Wir amüsieren uns gut miteinander und seine Persönlichkeit spricht mich an. Das ist schon mal was. Ich bin zum Daten hier. Mal sehen, was passiert. So, let's see what happens. Salut. Salut. You have to say. Sprich nach. Arriba. Who? Arriba. Arriba. Abajo. Abajo. Al centro. Al centro. Y adentro. Adentro. This is fantastisch hier. Okay, so was ist das da drüben? Weiß nicht. Du musst dich doch in Medellin auskennen. Ich bin nicht von hier. Wusste ich gar nicht. Erzähl. Ich lebe in Bogotá, aber ich reise immer. Das ist meine Leidenschaft. Als Student wollte ich IT-Sicherheitsexperte oder sowas werden. Doch dieser Lebensstil wäre nichts für mich. Ich wollte reisen, die Welt sehen, Mädels treffen. Man muss das Leben genießen und schätzen. Ich mache verschiedene Sachen. Schön. Schauspieler bin ich auch. Okay. He's an actor. Schauspieler. Bei sowas mache ich eine Biege. Mit 25 lässt man sich darauf ein. Aber ab einem gewissen Alter sicher nicht mehr. You just. Yeah, no. No. Wie lange hattest du keine Beziehung? Was Ernsthaftes? Das ist etwas her. Die letzte tat mir nicht gut. Die war nicht gesund. Inwiefern? Lass mal gut sein. Ein schwieriges Thema, nicht?